Einen wunderschönen guten Abend. Heute in der Bremen-Karriere, wir spielen Champions League, ne? Irgendwer hat es gerade schon reingeschrieben. Der Saisonstart war ja bodenlos schlecht, aber wir spielen tatsächlich Champions League. Wird natürlich jetzt auch im DFB-Pokal da langsam mal losgehen. Und wir sind nach 4 Spieltagen immer noch vor Bayern, von daher all good. Muss jetzt erstmal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Es geht natürlich erstmal direkt gegen Mario Götze und Kolo Muani. Da hab ich natürlich richtig Bock drauf. Das ist unsere Aufstellung. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein ins erste Game, weil so viel verlieren können wir ja dann doch noch nicht. Ja, perfekt, 3-1 verloren. Aber Garnacho trifft, das ist die Hauptsache. Scheiß auf den Verein. Ohne Witz, Hauptsache, wir machen Garnacho groß. Ey, wir spielen, komm schon, Mann. Wir spielen jetzt gegen Hertha. Also gegen Hertha muss doch irgendwas gehen. Nee, Osorio bleibt drin. Auf Ansage. Osorio macht ein Tor. Komm, nächster Spieltag gegen die Hertha. Die haben einen Punkt mehr wie wir. Die sind genauso schlecht. Und wir gewinnen! Franny, den ich auch noch in die Startelf gepackt habe. Easy. Endlich mal 3 Punkte. Wir müssen uns auf Champions League konzentrieren, weil jetzt geht's gegen Manchester United. Und wir wissen, die haben einen bösen Kader und wir kriegen jetzt böse aufs Maul. Und ich möchte festhalten, wir sind Gruppenerster. Merkt euch das. Nach dem ersten Spieltag in der Champions League Gruppenphase sind wir Erster. Im Old Trafford geht's jetzt weiter. Zweiter Spieltag, Champions League Gruppenphase. Digga, wir kriegen so aufs Urschlöchel, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Manchester United hat so eine Übermannschaft, aber die spielen halt zum Beispiel Bellingham auf eine LM. Bedeutet, die haben eine ganz wilde Taktik. Van de Beek, Digga, jetzt macht CPU schon Powershots oder was? Seit wann das denn? Bellingham, geh doch weg, Digga. Ey, Pavlenka ist so gekauft, ne? Pavlenka ist so gekauft. Wie kann er den Ball nicht halten? Rocha, nochmal durch auf Haas. Haas, rüberlegen, Garnacho, bist es du? 1-1. Es ist Garnacho. Ich sagte, er trifft gegen Manchester United. Und jetzt macht das auf. Versprechen eingehalten. Nein, bitte, bitte, ich weiß nicht, wer du bist, Diallo. Mach mir das Leben nicht schwerer, als es ist. Und dann ist es wieder so ein Kaktor, weswegen wir hinten liegen. Mein Gott, ey. Nee. Bellingham, geh weg, Digga. Bellingham, warum spielst du bei Manchester United? Kannst du nicht einfach bei Dortmund oder so spielen? Dann hätten wir das Problem jetzt nicht. Ja, küss das Wappen, ey. Nein, bitte geht weg. Bitte, verschonet mich. Ach, ist das krank. Ach, ihr seid doch pervers, wirklich. Hört doch mal auf, wir sind nur Bremen. Da chippt er den noch rüber und Jadon Sancho macht das Tor. Und Kumbula, du kleiner Imposter, hebst da in der Mitte noch das Abseits auf. Geblockt. Konter, Konter. Ach, doch nicht. Aju, wahrscheinlich, Digga. 5-1, 88. Weil, ohne Witz, ich verkauf Pavlenka. Ich löse den Vertrag auf. Wie kann man denn so scheiße spielen? Ja, wir gehen 5-1 gegen Manchester United unter, weil Bellingham ist und Pavlenka zum größten Imposter der Champions League-Historie wird. Teamzentrale, Pavlenka. Ohne Witz, Transferliste. Der Typ ist 32 und geht mir gehörig auf den Sack. Wir holen uns im Winter einen neuen Torwart. Schön. Leverkusen ist komplett auskuriert. Die haben einfach Adeyemi. Okay. Wer ist Leroy? Und warum ist meine Mannschaft halb tot? Pass mal auf. Wir kriegen jetzt richtig auf den Sack gegen Leverkusen. Weil es einfach sein muss. Und da spielen wir wieder 2-2. Brocker macht in der 85. den Ausgleich. Es geht doch, Jungs. Das ist ein wichtiger Punktgewinn gegen den starken Gegner. Transferangebot für Pavlenka. Guck mal, da geht's nämlich los. Von Juventus Turin. Wie viel können wir verlangen? 17,5 Millionen. Weg mit dem, ohne Witz. 17,5 Millionen. Juventus sagt, ja, deswegen Pavlenka wechselt im Winter. Ganz kurz und schmerzlos. Brocher macht einen Doppelpack. Garnacho trifft. Wir gewinnen 3-0. Schnellsimulation und alles ist gut. Wir gewinnen 1-0 und Garnacho trifft. Ist auch okay. Es sind 3 Punkte. Garnacho trifft. Alles gut. Und wenn wir jetzt Lucky Lucky auf die Tabelle machen, sind wir Elfter. Gladbach immer noch Erster, dahinter Leipzig und Frankfurt. Ja gut, die drei ziehen gerade ein bisschen weg, ne? Aber die sind jetzt auch nicht so weit weg. Es sind ja gerade mal 8 Spieltage gespielt. Und jetzt heißt es wirklich hoffen und beten, dass wir einen Punkt gegen Real mitnehmen. Weil ich glaube, es wird halt darauf hinauslaufen, dass Real und wir uns um den 2. Platz dann battlen, sag ich mal, in der Gruppenphase. Auch wenn natürlich Real der haushohe Favorit hier in dem Duell ist. Wir gewinnen 2-1 gegen Real Madrid. Jungs, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich kann in Ruhe zurücktreten. Karriere ist beendet. Wir haben gegen Real Madrid gewonnen. Benjamin Haas und Alejandro Garnacho. Unser Jugendtalent und der neue CR7. Beide treffen. Also, ich würde sagen, Ziel erfüllt, oder? Wir müssen doch gar nicht mehr erreichen in dieser Saison.
Und dann geht's halt jetzt gegen die Leipziger, ne? Das ist der nächste harte Brocken. Also gefühlt spielen wir nur gegen starke Leute. Und ja. Schön 3-0 aufs Maul bekommen. Oh, so lobe ich mir das. Doppelpack, Paketa und Tomori trifft auch noch. In der Liga läuft's nicht, in der Champions League läuft's und jetzt kommt Pokal. Wenn wir hier natürlich in der ersten bzw. zweiten Runde direkt rausfliegen, wäre natürlich mies assi, ne? Hoffen und beten, nicht im ersten Game vom DFB-Pokal rausfliegen und wir gewinnen 2-1. Schmied trifft, ach ist das schön. Und Dingchi trifft auch, das freut mich mega. Gut, dann sind wir zumindest schon mal in Runde 3, dann stehen wir gar nicht mehr so verkehrt da, auch wenn es in der Liga gerade nicht gut läuft. Guckt euch das mal an, wir mussten gegen Man U, Leverkusen, Real, Leipzig, Freiburg ist auch nicht ohne. Und jetzt gegen Bayern, Real, Dortmund. Hä? Junge! Und zwischendrin einfach Bielefeld, das ist doch... Was ist das für ein Kalenderplan? Wer hat denn den erstellt? Dortmund 2 schlägt Bielefeld. Finale dann also Dortmund gegen Dortmund 2. Und wir spielen gegen Rot-Weiß Essen in der nächsten Runde. Ach, ist das geil. Ach, ist das geil. By the way, nochmal kurz, bevor ich es vergesse. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne mal Twitch abchecken. Link ist in der Streambeschreibung und im Chat angepinnt. Da wird ab März dann jeder Stream von mir kommen. Da werden wir dann auch mal wieder andere Games zocken, außer FIFA natürlich, Fall Guys oder Minecraft, was sich da halt so anbietet. Deswegen da gerne mal abchecken, kostenloses Follow da lassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt gehen wir rein gegen Bayern. Und danach gegen Real in der Champions League. Und das ist doch schon mal eine gute Generalprobe. 1-1 gegen die Bayern. Kimmich trifft und wir gleichen 20 Minuten später durch Julian Weigl aus. Einfach nur ein Unentschieden. Und wir stehen mit einem Bein tatsächlich im Champions League Achtelfinale und haben Real Madrid vielleicht in die Europa League geschickt. Ja, es ist ein 1-1. Es ist ein 1-1. Dorsch schießt das Tor bei uns und wir führen bis 5 Minuten vor Schluss tatsächlich mit 1-0. Rodrigo macht dann noch den Ausgleich, ist ein bisschen bitter, aber ich sag's euch ganz ehrlich, 2 Games gegen Real Madrid und keins davon verlieren, das ist ein starkes Ding, vor allen Dingen, wenn du so ein Club wie Werder Bremen bist. Und wir sind wirklich Zweiter, ne? Manchester United weiterhin ohne Probleme in der Champions League Gruppenphase, aber wir haben tatsächlich 3 Punkte Vorsprung auf Real. Und ich lasse die Mannschaft so. Ich vertraue meiner Mannschaft. Gegen Dortmund können wir gewinnen. Wir müssen nur daran glauben. Stark trifft, Garnacho trifft. Trotzdem verlieren wir kurz vor Schluss wieder mal mit 3-2. Ach Mann, ey. Wir lagen 2-0 hinten. Holen das Ganze wieder auf und verlieren am Ende dennoch. Oh ja! Ich hab's geschafft. Frankreich möchte, dass ich ihre Nationalmannschaft trainiere. Es ist die Steffen Baumgart-Mütze, ohne Witz. Chapeau, chapeau. Ich werde so ein dolle Frankreich-Trainer. Und dann ziehe ich die so in den Dreck. Nix mit von wegen hier. Dritter Stern, vierter Stern, ist mir doch scheißegal. Ohne Witz, ich ziehe Frankreich so in den Dreck. Wer ist Mbappé? Wer ist Kolo Muani? Weg mit denen, Messi ist der Goat. Obwohl, ich lasse mal Procher drin. Ohne Witz, Procher. Du kannst dich gegen Mainz jetzt mal beweisen und einfach mal ein Tor machen. Und ich sag, Garnacho trifft wieder. 4-0 und Procher trifft. Genau so muss das doch aussehen. Paredes trifft, Osorio trifft. Und Friedel trifft. Paredes, Friedel und Procher. Die drei, die ich auch noch angesprochen habe vorhin. Beziehungsweise die ich halt in die Startelf gepackt habe. 5. Spieltag, Champions League Gruppenphase. Mit einem Sieg sind wir, wie gesagt, sicher im Achtelfinale. Das wäre so unerwartet und so big. Dann haben wir einfach Real Madrid in die Euroleague geschickt. Wir gehen rein. Hinspiel haben wir gewonnen und das Rückspiel gewinnen wir. Wir stehen im Achtelfinale. Weil wir es sind. Weil wir es können. In der Liga läuft nichts. Aber Hauptsache in der Champions League sind wir weiter. Also gegen den Drittliggästen in der dritten Runde vom DFB-Pokal, das ist enormes Losglück, nochmal, um es erwähnt zu haben. Aber sicher weiter sind wir trotzdem nicht. Wir gewinnen 3-0. Ja, okay, doch, souverän. Souverän weiter. Procher trifft, Stark trifft und Osorio trifft. Ich sag doch, der Junge macht sein Tor. Oh ja, Viertelfinale im DFB-Pokal steht fest. Wie gesagt, es ist Duisburg drin, Leverkusen, Dortmund 2, Bayern, Hoffenheim, Union und Dortmund. Also sehr, sehr viele gute Mannschaften, aber halt noch 2 Drittligisten, oder? Duisburg ist doch auch Drittliga. Und wir spielen gegen Bayern. Ach komm, das muss doch nicht sein. Das muss doch nun wirklich nicht sein. Warum denn, Mann? Weiter geht's gegen Hoffenheim. Wäre ganz geil, wenn wir da auch noch 3 Punkte mitnehmen. Die sind aber sehr gut in Form. Naja, wir verlieren 2-1. Ist jetzt gar nicht mal so überraschend.
Weil die haben, glaube ich, 10 Punkte mehr wie wir. Also die sind schon deutlich besser in Form wie wir. Och, nein. Mann, ich will nicht gegen Manchester United spielen. Ich möchte das nicht. Hallo. Wir gehen rein und bitte nur kein 5-1 wieder. Wir gewinnen mit 2-0. Wir gewinnen mit 2-0 gegen Manchester United. Die Simulation ist broken. Benjamin aus trifft und Garnacho. Ich sag doch Garnacho. Wir haben ihn von Menu ausgeliehen. Ich hab versprochen, der wird gegen seinen Verein treffen. Er trifft im Hinspiel, er trifft im Rückspiel. Problem ist, der Sieg bringt uns nichts, weil wir trotzdem nur Zweiter in der Gruppenphase sind. Aber das stärkt das Ego natürlich umso mehr. Das ist die Gruppe nach 6 Spielen. Und ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass wir 4 Games gewinnen, 1 unentschieden spielen und nur ein einziges verlieren. Wir haben genauso viele Tore wie Real und wie Manchester United. Haben zwar auch am meisten von den 3 bekommen, aber ist doch völlig egal. Wir haben genauso viele Punkte wie Manu. Ist voll krass, was wir gemacht haben. Augen jetzt erstmal wieder auf die Liga. Es geht gegen die Kölner. Das sind eigentlich 3 Punkte, die wir mitnehmen müssen. Und wir verlieren das Ding. Und genau deswegen werden wir es dann nicht unter die Top 4 schaffen. Gegen Union muss es besser laufen. Ohne Witz, wir müssen jetzt wirklich mal in der Liga ein bisschen hinmachen und wir verlieren wieder 1-0. In der Liga, wir waren eine Halbzeit über in Überzahl und wir kriegen es nicht hin, ein Tor zu Hause gegen Union zu schießen. Kein Losglück für Bremen in der Champions League. Scheiße, gegen wen müssen wir? Gegen wen müssen wir? Ah, ich hab Angst, ich will nicht nachgucken. Ah! So, erstmal rüber. Manchester City gegen Paris. Okay, wild. Ja, die anderen Games sind ein bisschen lame, finde ich. Oh! Oh, Herzschmerz, lass nach. Aua. Oh, Menno. Ey, was macht ihr mit uns? Kannst mir erzählen, was du willst, ne? Wir haben den Kader wahnsinnig gut verbessert. Wir haben gut gemanagt. Aber was das Losglück mit uns anstellt, im DFB-Pokal, in der Champions League und die Reihenfolge der Spiele in der Bundesliga, das ist ja so brutal. Das ist ja wirklich einfach brutal. Gut, wir schauen mal, was Barcelona für eine Mannschaft hat. Komm, drückt's mir rein. Ja, ein Ter Stegen mit einer 89. Ein Christensen mit einer 86. Ein Kunde mit einer 88. Ach, Mann, oh. Den hier, ich weiß nicht mal, wer du bist. Du bist Dene, 21 Jahre jung, 1,99 groß und hast eine 84. Tierney mit einer 84, Roberts mit einer 87, Umtiti und Varane mit einer 85. Ach Mann, ich gehe nach Hause. Kessier mit einer 86, Petri mit einer 90, Maut mit einer 87. Jawohl, Junge. Jawohl, Ödegaard mit einer 89. Ach, ist das nicht geil. Dolberg, der keine Ahnung was für ein Rating hat. Dembélé mit einer 86 und Guedes mit einer 85. Kann mir eigentlich meiner erklären, warum Lewandowski mit 36 Jahren und einem 83er Rating 50 Millionen wert ist? Ach so, sorry, ich war noch nicht unten. Ein Torres mit einer 87 und einem Rafinha mit einer 86 haben sie auch noch. Ey, wir gehen so baden. Wir verlieren so dolle gegen Barcelona, das glaubt ihr gar nicht. Lasst uns froh und fröhlich sein und gegen Freiburg kassieren. Oh Mann. Ey, wann haben wir das letzte Mal in der Liga gewonnen? War das das Nordderby gegen Hamburg? Seitdem haben wir nur aufs Maul bekommen, oder? Also wirklich, ich habe gerade Angst davor, dass wir absteigen könnten, weil wir nur verlieren. Ich mache mal Knock-Knock. Hallo? Darf ich es nochmal probieren? Es tut mir leid, dass ich Sie das letzte Mal verärgert habe. Ich biete 12 Millionen für Kevin Trapp, okay? Das ist über seinem Marktwert. Oh mein Gott, warum wollt ihr so viel Geld haben? Ja, 14 glatt, komm, 14 und ein Anschlag drauf, komm. Daniel Ancelotti, ich wollte schon immer mal deine Hand schütteln. Ja! Komm, gib mir den Anschlag, mach den hier, mach. Ja! Carlos Hand geschüttelt, ich werde die Hand nie wieder waschen. Für 14 Millionen wechselt er jetzt zu uns und wehe, wenn du nicht gut hältst. Wir brauchen dich in der Liga, in DFB-Pokal und in der Champions League. Transferangebot für Schmidt, 5 und... Scheiße. Chelsea will 35 Millionen für den zahlen. Wir könnten es 47 verlangen. Chelsea, seid ihr bereit, die zu zahlen? Okay, Entschuldigung. Ich habe gerade Schmidt verkauft. Ich wusste nicht, dass Chelsea zu viel Geld hat. Also ich wusste, dass sie viel Geld haben, aber ich wusste nicht, dass sie so viel haben.
Und warum gehst du? Ach, scheiße, Digga. Schmidt verlässt uns wirklich für 47 Millionen nach Chelsea. Oh, Junge, aber das ist halt eine ganze Stange Geld, ne? Oh, aber jetzt brauchen wir einen neuen Linksverteidiger. Mal schauen, wen wir da finden können. Okay, ja, die machen sehr gut mit. Guck mal, wenn wir den für 22 Millionen bekommen, dann kriegen wir ihn. Ja, wir bekommen Luka Netz für das halbe Geld, für das wir Erik Schmidt nach Chelsea verkauft haben. Ich meine, klar, Netz ist jetzt auch nicht vom Rating her so krass wie Schmidt, aber der Junge hat ja trotzdem Potenzial und wir schwächen den Kontrahenten. Der geht sogar freiwillig noch runter mit dem Gehalt. Luka Netz ist da. Meine Damen und Herren, zweiter Neuzugang im Winter. Erst Kevin Trapp und jetzt Luka Netz von Gladbach. Wie sieht es eigentlich in der Bundesliga aus? Also wirklich, die Hinrunde ist so bodenlos schlecht von uns gewesen. Wir haben aus 17 Spielen nur 5 gewonnen. Also dass wir überhaupt noch nicht unter den letzten 3 sind, ist schon bemerkenswert. Aber wir stehen halt kurz davor. Also, erstes Game in der Rückrunde mit neuem Trainer, mit neuem Kapitän, Neuzugang Netz auf LV und ein bisschen umgestellt in der Startelf. Let's go gegen Union Berlin und wir gewinnen! Garnacho, unser Topscorer, trifft. Es sieht gut aus, ich sag's doch, die zweite Hälfte der Saison wird besser. Okay, 19. Spieltag gegen die Kölner. Ich weiß gar nicht, wie das Hinspiel ausging. Ich glaube, das haben wir 1-0 verloren und wir verlieren auch das Rückspiel. Garnacho trifft wieder, also an ihm liegt's nicht, ne? Es liegt halt wirklich einfach am Rest der Mannschaft. Also, Zusammenfassung, die Leute haben wir abgegeben. Keine Ahnung, wer da jetzt neu dazugekommen ist, ne? Es sind halt nochmal ein paar Laien abgegangen und wir haben Schmidt verkauft. Ansonsten jetzt nichts großartig Weltbewegendes. Wir haben Kevin Trapp allerdings verpflichtet für 14 Millionen von Real Madrid und Luka Netz von Gladbach für 22 Millionen. Komm, wir machen nochmal kurz Zusammenfassung. DFB-Pokal, sind wir im Viertelfinale, treffen wir jetzt auf Bayern. GG, wird sehr anstrengend. Bundesliga sind wir mies am Verkacken. Wir sind nur 13. International ist gerade gar nicht in unserer Reichweite. Aber dafür läuft es in der Champions League ganz gut, ne? Wir sind als Gruppenzweiter punktgleich mit Manchester United, die Gruppenerster geworden sind, ins Achtelfinale eingezogen. Treffen dort jetzt auf Barcelona, die eine absolute Übermannschaft zusammengebaut haben. Aber das alles werden wir dann beim nächsten Mal machen. Sprich, wenn ihr hier die Zusammenfassung als Video seht, der nächste Donnerstag, sprich in 2 Tagen, wenn dieses Video hier online ist, werden wir in den letzten Stream hier auf YouTube gehen, was diese Karriere angeht. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, eine gute restliche Woche. Wer morgen Zeugnisse bekommt, good luck und haut rein. Ciao, ciao.